In der aktuellen Fragestunde der April-Sitzung des Landtages wurden zahlreiche Anfragen behandelt. Thematisiert wurden unter anderem die Olympischen Spiele, die Toponomastik, die Impfpflicht und die Mobilität. Weiters hat das Plenum dem Vorschlag des Ministerratspräsidiums zur Ernennung von Rechtsanwältin Gudrun Agostini zur Staatsrätin zugestimmt und auf Vorschlag des Wahlbestätigungsausschusses die Wahl von 34 Landtagsabgeordneten bestätigt sowie die Entscheidung über eine Abgeordnete bis zum Urteil des Verfassungsgerichts ausgesetzt. Genehmigt wurde auch die Abschlussrechnung des Landtages für 2023. Zudem wurde Daniela Höller als Kinder- und Jugendanwältin bestätigt und Brigitte Hofer zur neuen Gleichstellungsrätin gewählt. Die diskutierten Anträge der Opposition befassten sich mit der Umsetzung von angenommenen Beschlussanträgen in der laufenden Legislatur, der IT-Vernetzung für Ärzte und Ärztinnen, der Allgemeinmedizin und Basispädiatrie und dem barrierefreien Bauen in Südtirol.